Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Also nicht zu einem neuen Let's Play, sondern zu einer neuen Aufnahme, würde ich sagen. Und wir starten in ein neues Kapitel. Ruhe des Ungeziefers. Sie scheiterten. Sie sagten mir, dass es nicht ihre Schuld sei. Dass sie es versucht hatten, aber dass seine Armeen übermächtig waren. Ich wusste nichts von Armeen im Norden. Sie beschrieben sie mir. Beschrieben ihn, der sie alle anführte. Der Junge. Ich befahl ihnen, in diese Gebiete zurückzukehren und sie einzunehmen. Ihn sollten sie gefangen nehmen und zu mir bringen. Sollten sie scheitern, sollten sie besser nicht wieder zurückkehren. Ich wollte den Norden, ich wollte diese Schmiede, die Marschländer, die Handelswege des Sultans. Und mehr als alles andere wollte ich ihn. Der Wiederaufbau der nördlichen Armee geht mit der Hilfe der neuen Verbündeten weiter. Jemand scheint jedoch andere Pläne für euch zu haben. Es scheint, als seien alle drei Ratten wie begossene Pudel in ihre Burgen zurückgekehrt. Ihre Burgen liegen in der Nähe eures Lagers, das schnell zu einer mächtigen Burg heranwachsen muss. Die Burg von allen drei Leuten erobern. Silverback, Craytail und Skipkit. Und wir haben einen Tages-Countdown. Oh mein Gott, 75 Tage. Sowas kann ich gar nicht leiden. Oh mein Gott, nein, wir werden doch mal nimm es wie ein Mann. Platziert euer Vorratslager, mein Lord. Ist doch schon eine Burg. Was habt ihr? Vorratslager, hier. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Kornspeicher, den baue ich, hier hin. Und dann bauen wir mal. Eins und zwei und drei. Wie viele Leute habe ich denn? Acht? Ist aber nicht sehr viel. Eins und zwei und drei. Wir sind hier mitten im Feindesland, Sire. Darf ich vorschlagen, dass wir unsere Truppen schnell positionieren? Es wird nicht lange dauern, bis die Ratten unsere Anwesenheit bemerken und Truppen schicken, um unsere Entschlossenheit zu testen. Ja, die können unsere Entschlossenheit ruhig testen. Wir werden da ordentlich auf die Fresse bekommen von uns. Hoffe ich doch. Oder wir werden ordentlich auf die Fresse bekommen von denen. So, Moment. Da noch ein 10er Gebäude hin und da passt das sicher noch eins hin, oder? Jawohl. So, dann brauche ich noch ein wenig hiervon. Das baue ich am besten hierher. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Ja, ja, was du mir erzählst, das kann ja... Die Ebenen in der Nähe unserer Burg eignen sich hervorragend für den Anbau von Weizen, Sire. Ah, endlich frisches Brot. Das ist alles meins hier? Nee, das ist ein Feindeslager, ist das. Ach, das ist die... Ah! Hier ist die andere. Also scheiße, kann ich einfach hier... Von hier? Wo ist die dritte? Und von hier hinten attackiert werden. Ach du Scheiße. Da würde ich ja, sagen. Sir. Kommt mal her. Ja, Sir. Und ihr kommt auch mal her. Bereit, Sir. Der Feind greift an. Was jetzt schon? Da unten. Neue Befehle. Hierher alle. Sir, ja, Sir. Nee, greift der an? Der hier kann nicht angreifen. Geht ganz schlecht. Die können hierüber nicht angreifen. Das heißt, die müssen alle hier hochkommen. Wie sieht das bei dem hier hinten aus? Ah ne, der greift an hier. Landknechte, ist alle hierher.
Hier du, Geräteturm, ja. Moment, ich hol's mal eine Waffenkammer. Waffenkammer. Okay. Der Feind greift an. Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Zum zweiten Mal. Sind bereit. Gehen wir halt erst auf die hier los. Schlagt sie nieder. Haut schön drauf. Schlagt sie, Männer. Los drauf, das schafft ihr. Streitkolben bereit. Jawohl. Immer schön drauf. Sehr gut. Macht den Streitkolbenkämpfern. Die machen das noch schnell fertig und es dann geht los. Stellen die sich dahin. Sir. Und der Rest stellt sich dann auf einen. Oder auf zwei. Wachtürme. Wir werden angegriffen. Landsknecht. Die kommen alle hierher. Und hier kommt eine. Neue Befehle. So, jetzt brauche ich die Landskriege, die kommen alle hier hoch auf die Mauer. Landsknechte auf die Welle. Und die. Schlagt sie nieder! Was habe ich denn hier stehen? Wir sind eure Leute. Bogenschützen, okay, ich brauche mehr Bogenschützen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Bogenschützen. Hier. Waffen werden benötigt. Okay, Bogenschützen habe ich. Eure treuen Bogenschützen. Rauf auf die Welle! Was für ein schöner Tag es ist, Sire. Ja, ja, sehe ich genauso. So. Soll ich die Bogenschützen dahin platzieren? Und dann, wie viele Tage habe ich denn noch? Boah, 6 Tage sind schon rum. Alter Schwede, das geht ja richtig schnell. Okay, ich brauche ganz dringend Waffen, wir brauchen ganz dringend Waffen und zwar. Wo habe ich das Vorschlager hin? Da. Ganz viele Bögen brauche ich gar nicht. Nicht viele genug Bögen. Holz, my lord. Nicht genug Holz. Holz. Kaufen. Bögen. So. Dann, das haben wir hier, da brauchen wir nichts. Hier bräuchte ich. Hier hätte ich gerne eine Verteidigungsmaßnahme. Mit einem Turm. Und einem. Passt das noch? Ne, passt nicht mehr. Okay, Moment. Ich baue mir deswegen auch jetzt nicht extra Steinvorräte. Es wird einfach so gemacht und diese Leute hier. Unsere Bögen werden singen. In Bewegung. Auf den Turm hoch. Ganz einfach so. Und jetzt sollte eigentlich. Wir sind bereit. Die Männer sind guter Dinge. Die brauche ich hier nicht. Bogenschützen vorbereiten. Die kommen damit hin. Ja, Sire. Die kommen hiermit hoch. Auf die Plätze, Männer. Dann sollte eigentlich erst einmal meine Armee stehen und ich kann mich ums. Einige Banditen aus dem Wald wollen sich bessern. Ja, das ist gut. Und sie suchen Arbeit. Der Feind greift an. Bauen die sich auch auf? Nee. Okay. Die Banditen können ruhig erstmal hochkommen. Ich mache mir erstmal 24 Bauern. Unsere Bögen werden singen. Die stürmen dann mal für mich vor. Kommt schon, Jungs. Nee, Moment. Ach, da unten greifen sie mich ja gerade an, gell? Dann komme ich die Bauern erstmal hier hinter. Euer Zeichen, Sire. Die Bogenschützen kommen mit auf die Mauer hoch. Auf, also auf den Turm. Auf die Welle!
Okay, die tun sich gerade neu produzieren und was haben wir hier noch so Schönes? Wir haben hier noch Holz, das brauche ich auf jeden Fall. Hab ich noch gar nicht gebaut. Da. Wer seid ihr? Gibt's was zu tun? Alles sind die Banditen, okay, die kommen auch gleich mit dir her, die werde ich auch gleich zum Angriff nutzen. Hinterhalt! Das wird nicht lange überleben, was hier jetzt ankommt. Genau, das wird nicht lange überleben, sehr schön. Achso, zwei. Okay, gut, habe ich ja schon gewusst, warum es so lange dauert. Aber wenn das zwei sind, erklärt sich das natürlich. Und dann... Kann ich keinen Wachturm? Ich dachte, ich kann eventuell so einen Geschützturm aufbauen, aber geht anscheinend doch nicht. Ich kann die ja dafür... Zu Diensten. So weit können die natürlich nicht schießen. Berechnen Flugbahn. Was? Nein. Der Feind greift an. Mach Berechnen dahin. Flugbahn. So. Der Feind greift an, der wird aber nicht lange überleben. Die kommen nicht mal den Hügel hoch, genau. Und währenddessen können wir hier munter flockig für neue Bogenschützen Waffen werden benötigt, und neue Bauern sorgen. Eure treuen Bogenschützen. Bogenschützen auf die Mauer. Rauf auf die Welle! Bogenschützen, bereit machen! Und Bauer kommt Seid zu Bauer. Haha, Schatzkeks. Wieder in Bewegung. Sollen wir jemanden Dick. Schlagen? Wie sollen wir denn dahin? Was? Ach, die sind wahrscheinlich, Moment. Ja, die kann man nicht benutzen. Unterwegs! Befehle. Weg mit euch. Nee, Quatsch, nee, warte, die nehme ich mit. Sir. Weg mit euch. Sir. So, komm mal her. Der Feind greift an. Ist schon wieder angegriffen. Von? Da waren welche. Ach, hier kommen die auch hoch, okay. Kommt trotzdem nicht da weg, weil ich habe hier auch eine riesen Anzahl Bogenschützen. Natürlich die ganzen Bogenschützen, die ich hier habe. Eure treuen Bogenschützen. Mal nach hier verbrachten. Neue Befehle. So, jetzt die Bauern. Ja. Es ist ein Gemetzel. Die Bauern greifen an. Breit und wach. Jetzt greifen die an. Und die Vogelfreien greifen auch jetzt an. So gehen sie jetzt nämlich erst auf die Bauern los und lassen meine stärkeren Truppen in Ruhe. Ein königlicher Besuch, Sire. Ein königlicher Besuch. Ach ja. Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Die Bauern sollten es eigentlich locker hinkriegen. So stark sind die nicht im Angriff. Ja. Achtung! Macht sie fertig, Männer! Bereit und wach! Okay, jetzt alles hierher. Moment, meine Truppen hier. Ja, Sir. Schöner Tag. Und die Bauern hier hinten an die Mauer dran. Sollten jetzt noch einige sterben durch die Bogenschützen. Aber viele sollten eigentlich durchkommen. Das ist mal ein Toter. Zwei. Drei. Hä, wie können die durch die Mauer durchtreffen? Das muss man nicht verstehen, oder? Der Feind greift an. Hä? Wie treffen die mich durch die Mauer? Wir werden angegriffen. Haltet eure Speere gerade, Männer! Ne, kommt mal hierher. Speere vorwärts! Sir, ja, Sir! Stirbt! Wir werden es versuchen, Sir! Bringt sie alle um, los, stürzt sie! Ja! Haltet los, eure killt Speere ihn. Gerade, Männer! Auf sie los! Und komm, hau drauf. Bevor sie nochmal zuschlagen. Haut drauf!
Kein Problem, Sir. Sie bescheuert, haben gerade eben draufgehauen. Wäre bereit. Los, kommt, schlag zu. Kein Problem, Sir. Herr, beschütze uns. Sie bescheuert. Hier auf den. Los. Ja, jetzt auf den. Mach sie fertig, Männer. Kein Problem, Sir. Und ja, ja, und der hier. Kein Problem. Das da weg. Und dann hier auf die. Komm. 17 Mann sind wir noch, das schaffen wir. Bitte. Haut sie Schrott, kommt. Haltet zusammen, Männer. Haltet eure Speere gerade. Kommt schon, kommt schon.